Sahne mit Zimtgeschmack, wie geil ist das denn? Kann ja nur geil sein. Dazu Kaffee und Kuchen. Viel Spaß beim Kaffeeklatsch mit Foodloaf. Es ist zwar nicht gerade das beste Wetter, um auf dem Balkon einen Kaffeeklatsch zu machen, es spielt aber keine Rolle. Der Milchschaum ist übrigens diesmal nicht sehr gut geworden. Aber Kaffee schmeckt vermutlich trotzdem. Es ist zwar nicht das beste Wetter, um einen Kaffeeklatsch auf dem Balkon zu machen, wollte ich gerade sagen, aber das hindert mich nicht daran, euch dieses Produkt hier vorzustellen, was ich neulich im Supermarkt gefunden habe, nämlich Sahne, die mit Zimt verfeinert ist. Die habe ich schon mal auf dem Nice Ice Cream Festival in Dortmund probiert. Lecker. Jetzt will ich es euch hier vorstellen. Und dazu habe ich hier mein ganz besonderes Villeroy und Boch Geschirr rausgeholt, die der New Wave Serie, die ich sammelt tatsächlich. Und weil es gibt edlen Kuchen. Ich war nämlich eigentlich die Intention, dass ich diese Sahne jetzt hier teste, ist nämlich, ich war heute beim Bäcker und habe dort so unfassbar leckeren Kuchen gesehen. Eigentlich recht simplen, aber ich musste ihn mitnehmen, weil er mich so angemacht hat. Und zwar, den gucken wir uns noch kurz an. Ich habe vielleicht schon öfter davon erzählt, ihr habt gesehen, wenn ich mal morgens Brötchen holen war. Fisch am Rathaus, Dortmunds älteste Bäckerei und auch die mit Abstand beste Bäckerei. Ihr habt gerade nicht gesehen, wie ich die Hand auf meine Brust gelegt habe, vor Ehrlichkeit, weil ich das ganz aufrichtig meine. Das ist die beste Bäckerei der Welt seit 1848 und unter anderem auch Erfinder des Dortmunder Salzkuchen, eine wahre Berühmtheit in Westfalen. Diese Bäckerei macht schon immer seine Backwaren und backt das auch alles noch in dieser Backstube. Und wenn ich morgens um 4 mal joggen gehe, dann rieche ich schon, wie die ihre Brötchen backen. Das ist richtig geil. Und da habe ich jetzt, hatte ich mir jetzt Brötchen geholt und da sah ich diesen Apfelkuchen. Ein ganz einfacher Apfelkuchen. Aber der sah so gut aus, dass ich den mitnehmen musste. So, wir packen uns jetzt hier schön. Oh, guckt euch dieses Prachtstück an. Packen uns hier schön auf den Villeroy und Boch Serviertellertassen-Kombinationsteil. Richtig schön Apfel oben drauf und so. Oh, und so ein einfacher Boden, aber richtig lecker Apfel. Und da zu einem Apfelkuchen Sahne nicht fehlen darf, ziehen wir uns da gleich auch noch die Zimtsahne zu rein und machen einen auf Kaffeeklatsch. Ich mit mir und meiner selbst. Also ich über ich. Und dann gab es dann das S, war da glaube ich auch noch bei. Und was das ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir die hier drei Personen oder sowas. Nein, nicht ganz. Okay, wir brauchen bei Sahne, glaube ich, uns nicht die Nährwerte angucken. Es ist halt Sahne, ne? 27,5% Fett, ergo 300 Kalorien. Passt. Kohlenhydrate sind auch drin, weil es ist ja gesüßt. Was haben wir genau? Ein sprühfertiges Milchmischerzeugnis mit Zucker, ultrahoher Zutaten sind Schlagsahne, Zucker, Zimt 1% und ein Treibgas. Kein Aroma, das ist schon mal ganz cool. Ich glaube, gekostet hat die 2,50 diese Rosina-Zimt-Sahne. Wovon ich jetzt muss mal kurz hier eben ein Foto von machen. Zack. Und ja, ich würde sagen, das passt zu diesem leckeren Kuchen, den ich mir jetzt hier gleich gönne. Gucken wir da mal rein, was wir da so Schönes mit machen. Wobei, ich müsste eigentlich den Kuchen erstmal ohne Sahne probieren. Ach, drauf geschissen. Ah. Na, das nenne ich doch mal fein. Schöne Zimtsahne. Man sieht das so leicht an der bräunlichen Farbe, dass da irgendwie was mit drin ist. Komm, ich bin jetzt mal so dekadent und probiere sie mal so. Ach, ist das schön. Oh, guck mal, da ist ein Loch. So, genug Sahne. Wir wollen ja hauptsächlich Kuchen haben. Und Leute, die sich inflationär von Sahne ernähren, sollten sich darüber Gedanken machen. So, natürlich brauchen wir auch erstmal einen Schluck Kaffee für diesen Kaffeeklatsch hier. Mmh, lecker. Ja, und ich schlürfe mit Absicht. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ih, du schlürfst wie ein Schwein. Ah, ist der lecker. So, der Kuchen. Ich mache das mit Absicht manchmal übrigens, um euch zu ärgern. Das ist, Entschuldigung, das nennt man so einen guten deutschen Kuchen. Tatsächlich mag ich von dieser Fischerei Bäcker am Rathaus am liebsten die Backwaren und Brötchen und so. Ich bin ein riesen Fan von Brötchens. Und noch ein bisschen mehr Sahne. Und was soll ich sagen? Die haben da so, ach, ganz viele tolle Sachen. Ich wollte irgendwann auch mal so eine Foodtour durch meine Heimatstadt machen, euch mal so ein paar Läden zeigen, wo ich gerne hingehe. Da schreibe ich auch bald einen Bericht für Dortmund24 drüber. Da lest ihr wahrscheinlich sogar eher was. Ich will mehr Apfel haben.
Ist mir hier am Rand ein bisschen zu viel Teich, muss ich sagen. Teich. Habt ihr es gehört? Ich habe Teich gesagt. Und, ist lecker. Und, was wollte ich sagen? Ja, die haben aber auch sowas wie Mondstrudel und Mondstriezel und Schnecken und Tier. Und zu Weihnachten kriegst du da Stollen. Boah, was weiß ich nicht alles. Das ist wirklich lecker. Und Kekse. Und alles selbst gemacht. Gerade sowas wie Baumkuchen ist natürlich pervers teuer. Keine Frage. Aber wo kriegt man heute noch selbstgemachten Baumkuchen? Und wenn man ihn bekommt, ist er natürlich super teuer. Ist halt Baumkuchen. Baumkuchen ist eine Riesenarbeit. Von daher darf man sich nicht wundern. Und aber besonders die Brötchen sind lecker. Das Bürli, das Müsli-Brötchen, oh Gott, das Dinkelbrötchen. Der Schusterjunge, ich liebe die Sachen da auch. Die haben auch so ein geiles Walnussbrot und so. Und die haben halt auch sehr, sehr schöne Kuchen. Unter anderem eben auch diesen Apfelkuchen, wobei sich das halt auch immer ändert. So, also ich sag mal, wenn ihr mal in Dortmund seid, dann kommt ihr vorbei, so Fischer am Rathaus, sagt ihr mir Bescheid, vielleicht komme ich mit, dann gehen wir da Kuchen essen. Und wer Bock hat auf Sahne mit Zimt, kann sich die holen. Schmeckt ganz gut, ist halt Sahne mit Zimt. Was soll man sonst erwarten? Ansonsten werde ich jetzt hier meinen Kaffeeklatsch zu Ende genießen. Wünsche euch einen schönen Tag. Es war meine Freude, dass ihr eingeschaltet habt und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao.